Hallo zusammen, hier ist wieder Hortelan. Heute bin ich wieder für euch in The War Within unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, das wir von einem Rare kriegen können. Und zwar schimpft sich der Rare einmal Laura der Tiefen. Und ja, der befindet sich in den schallenden Tiefen auf den Koordinaten 61, 76. Den müssen wir aber beschwören. Und der kann einmal einen Maulwurf-Mount droppen, und zwar ausgewirkte Maulwurfszügel. Ich habe das mit einem Twink vorhin bekommen, tatsächlich sogar auch ein Level 70er Char, also ihr könnt das auch mit einem Low-Level-Char haben. Und diesen Rare könnt ihr einmal am Tag quasi töten, um auch Loot zu kriegen, mit jeglichen Chars, die ihr habt. 70 aufwärts funktioniert auf jeden Fall. Und wie wir den beschwören können, will ich euch jetzt gleich mal erklären. Wichtig ist auf jeden Fall, ihr braucht Minimum 5 Leute, die kriegt ihr aber relativ leicht zusammen, weil ihr das Ganze im Tool anmeldet, falls ihr die Hebel findet. Und zwar gibt es 5 Hebel. Den ersten haben wir hier unten auf den Koordinaten 59, 92. Und ja, der ist einfach hier neben so einem Minenwagen. Die Hebel haben anscheinend schon eine relativ lange Respawn-Zeit und auch nur, wenn die Hebel da sind, könnt ihr quasi den Boss auch beschwören. Der zweite Hebel befindet sich dann hier oben auf den Koordinaten 62, 44. Und ja, der ist einfach hier neben dieser, neben diesen Schienen quasi. Und man kann den hier auch drücken, ne? Man muss aber alle von diesen 5 Hebeln innerhalb von einem Zeitraum von 10 Sekunden drücken. Wenn ihr quasi länger braucht, dann setzen sich die wieder zurück. Heißt, ihr braucht halt definitiv die 5 Leute dafür. Der dritte Hebel ist ebenfalls neben Schienen und zwar sind wir jetzt hier auf den Koordinaten 57, 23. Der ist hier quasi an der Kreuzung. Dann haben wir den vierten Hebel, der ist hier ein Stück weiter bei den Koordinaten 53, 25. Oben. Und der letzte Hebel, der ist einmal hier oben bei der Instanz auf den Koordinaten 49, 8. Und dort ist er quasi hier neben diesen Loren. So, der nächste Schritt ist dann, sich quasi eine Gruppe zu suchen und die Posten zu besetzen. Und dann gibt es hier einmal einen Timer. Und auf 1 klicken wir die. Und ja, ich hoffe, jetzt klappt es soweit, dass alle gleichzeitig das drücken. Und dann sollten wir einmal losfliegen und runter zum Spot. Der hat übrigens eine Minute Abklingzeit, also bis der halt auch wirklich, oder Spawnzeit. Und wenn es geklappt hat, dann kommt einmal eine Benachrichtigung im Chat. Und ja, das sieht gut aus. Die ist zwar irgendwie komischerweise auch noch auf Englisch, also Blizzard hat die nicht geschafft zu übersetzen. Jetzt fliegen wir einmal runter. Ich bin jetzt in einem relativ weiten oberen Spot gewesen. Aber wir sollten es trotzdem schaffen. Ah, wir werden sogar geportet schon mal an. Aber wir nehmen den Port jetzt sogar nicht mal an, sondern fliegen manuell runter, dass ihr einfach seht, dass es easy ausreicht, ne? Also dann braucht ihr quasi nicht paniken. So, hier haben wir jetzt den Spot und da spawnt er gleich. Ja. Übrigens, das Mount hat eine Drop-Chance von 2%, also relativ selten. Und ich kann euch jetzt auch zeigen, wie die Gruppe heißt. Also die heißt halt so wie der Rare, und zwar auf Englisch. Lurker of the Deeps. Und da ist er, ne? Also der Laura der Tiefen. Am besten nach Lurker suchen und dementsprechend dann in Gruppen reinjoinen. Oder wenn bei euch die Hebel aktiv sind, dann könnt ihr auch gerne selber eine Gruppe aufmachen und Leute dazuladen. So, dann schauen wir uns mal den Loot an. Ich hatte jetzt hier keinen Mount drin und bei der Gruppe sieht es, glaube ich, auch schlecht aus, ne? Also da hat auch keiner was rausgezogen. Wie gesagt, ist halt relativ selten. Das Schöne ist aber, ich habe das ja auf dem Twink vorhin beim dritten oder vierten Kill bekommen. Ausgewirkte Maulwurfszügel. Die lernen wir einmal. Dann schauen wir uns das schicke Ding auch mal an. Alter Maulwurf. Da haben wir es. Und ja, das ist kein Flugmount, wie ihr seht. Also Mount Special können wir uns auch einmal angucken. Die Art Mounts kennen wir ja schon, aus dem Grunde nach. Da gab es, glaube ich, auch eins in der Zacherleck-Höhle. Ist auf jeden Fall mal was anderes, sagen wir es mal so. Hat hier auch ein paar Pakete und Kerzen und alles Mögliche drauf. Eine Schaufel, eine Spitzhacke haben wir auch noch am Start. Ja, meins ist es jetzt nicht unbedingt, ich sag's euch, wie es ist, aber es ist halt auch wieder ein Mount mehr in der Sammlung. Und wie gesagt, 2% Drop-Chance aktuell
in WoW ausgeschildert, also WoW Head ausgeschildert. Ist jetzt nicht sonderlich hoch, denke ich mal, werden ein paar Tries brauchen. Ich hatte jetzt tatsächlich Luck gehabt. Man kann es, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, einmal am Tag quasi holen. Ihr könnt es mit allen euren Chars machen, die 70 aufwärts sind und habt dann immer eine Loot-Chance. Also wenn ihr eine Twink-Armada habt, so wie ich auch, dann habt ihr da ganz gute Chancen. Yuji, damit sind wir durch mit dem kleinen Mount Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gern im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin. Ciao.